Zeit für Assi-Reviews mit Baron Wilhelm von Assi. Heute die NATO. Yo, 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 das ist das geilste Community-Treffen, das ich je in meinem Leben gesehen habe. Also, da ist dieser Typ namens Dean vom Clan. Der ist bestimmt bei voll dem coolen Clan dabei. Beim Wu-Tang-Clan oder so. Und der eines Tages so... Ja, wir können doch mal ein Treffen der Nordleute machen. Und dann war da diese Tussi namens Diane Keller. Und die dann so... Ja, da können sie das Jups für haben. Und dann Dean so... Titten. Und dann war die NATO geboren. Hooray! Und da hat er sich Orgas gesucht. Und dann war da diese Tussi namens Shinshrei. Und die heißt so, weil sie dauernd rumschreit. Und dann ist da dieser Typ namens Inilokai. Und der hat voll den Monsterbart, ey. Und Inilokai dann immer so. Und dann ist da dieser Typ namens Dizzy. Und immer wenn Dean so zu ihm so. Ticken. Dann Dizzy immer so. Wo? Und da machen die immer voll die geilen Sachen. Zum Beispiel Poker spielen. Ich bin auch voll der Poker-Pro. Ein A, ein K. Was soll ich damit machen? Ich würde damit aussteigen. AK heißt Arschkarte. Und dann machen die noch so ein Spiel, da werfen die sich Bälle in die Fresse. Wow, wow, seit wann ist Leute bashen im Sport? Da wäre ich sofort voll mit dabei. Und dann gibt's ja diese Typen, die nennen sich Prop-Forum. Und die schlafen bis mittags. Und nachts sitzen sie in einem dunklen Raum rum, ernähren sich von Energy-Drinks und hören Elektromusik. Wow, das ist wie in meinem scheiß Leben. Da sitzen die coolsten Typen, ey. Und dann gibt's ja dieses Sofa im Billardraum. Und da paaren sich die Leute dauernd. Tight. Und dann gibt's diesen Raum namens Panty House. Und da drin... Na, sollte ich nicht erzählen. Was im Panty House passiert, bleibt im Panty House. Und da gibt's auch voll das geile Essen immer. Und dann ist da dieser Typ namens Lexen. Und der ist dauernd am Essen. Der ist wie Pac-Man. Wacka, 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 wacka. Und eines Tages wird er so viel essen, dass er explodiert. Wie der Lexen in Delta Star. Und dann ist da dieser Typ namens Wischmopp. Und der ist Österreicher. Wie der Wischmopp aus Delta Star. Und dann ist da dieser Typ namens Jens. Wow, 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 wow! Die NATO hat ihre Story voll aus Delta Star geklaut. Das ist total evil, ey. Das ist fast so evil wie dieses Militärdings, das den Namen von der NATO geklaut hat. Nämlich UNO. Und genauso wie dieses Kartenspiel, das seinen Namen von diesem Militärdings geklaut hat. Nämlich UNICEF. Moment, heißt das, der Baum mit dem Röttkaflaschen ist auch auf der NATO? Das würde auch das Alkoholverbot endlich mal erklären. Denn wenn der Alkohol kriegt, kotzt er dauernd rum. Aber im Großen und Ganzen muss man der NATO trotzdem eins lassen. Sie ist voll die coole Veranstaltung. Also, wenn ihr nicht so arbeitslos wie ich seid und das Geld dafür habt, dann geht zur NATO. Ich bin Baron Wilhelm von Assi und jetzt gehe ich mir erstmal einen Job suchen. Ey, hat jemand einen Job für mich? Mann, ey. Oder habt ihr wenigstens auch das Raumschiff aus Delta Star? Damit könnte ich zur NATO reisen.